Auftakt des Grand Slam von Antalya. Eine Woche nach dem internationalen Turnier von Tiflis ist die Judo-Welt in der Türkei zu Gast. Es geht für manche von ihnen um wichtige Qualifikationspunkte für Olympia. Im Optimalfall sogar mit Goldmedaille, wie für Francesca Milani im Superleichtgewicht. Im Halbleichtgewicht ist Tifumi Abe zurück. Der Doppelweltmeister hatte auf der diesjährigen World Tour bisher pausiert, nach seiner Olympianominierung 2020. Jetzt steht der 23-Jährige wieder auf der Matte. Und wie? Im Finale ließ er dem Spanier Gatero Martin keine Chance. Für Abe der 9. Grand Slam-Sieg seiner Karriere und ein Ausrufezeichen vor den Olympischen Spielen. In den vergangenen 3 internationalen Turnieren, bei denen er an den Start ging, sprang immer Gold für den Japaner heraus. Es fühlt sich gut an, wieder bei einem Wettbewerb dabei zu sein und dann noch nach so einer langen Zeit. Es hat wirklich Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Gold auch für seine Landsfrau Christa Deguchi, die aber für das Heimatland ihres Vaters Kanada antritt. Nach einem 3. Platz in Tiflis bescherte der 25-Jährigen ihr angriffslustiges Judo mal wieder eine Goldmedaille, die 5. bei einem Grand Slam. Im Leichtgewicht setzte sich Deguchi gegen ihre Landsfrau Klim Kate in Antalya durch. Ich denke, ich habe das heute gut gemacht. Ich bin noch nicht bei 100%, aber ich bin glücklich, zurück auf dem Podium zu sein. Und dann noch mit einer Goldmedaille. Jorre Verstraeten kann sich über sein erstes Grand Slam Gold freuen. Der Europameister 3. lieferte sich einen engen Kampf mit Wally de Kiach mit dem besseren Ende für den 23-jährigen Belgier. Nach einem 7. Platz zuletzt etabliert sich Verstraeten allmählich in der Weltelite im Superleichtgewicht. Die erste Goldmedaille für Usbekistan hat Diora Keldiorova im Halbleichtgewicht gesichert. In ihrem Finale von Antalya bezwang sie Lopez Sheriff mit diesem eleganten Sode Tsurikomi Goshi. Ein erster Schritt, um in den nächsten Monaten weiter für Furore zu sorgen. Den Status eines Grand Slam hat das alljährliche Antalya-Turnier erst seit diesem Jahr inne. Es ist eine besondere Gelegenheit, gerade für die türkischen Nachwuchshoffnungen, sich im eigenen Land ins Rampenlicht zu kämpfen. Eine Bronzemedaille steht für die Türkei nach dem ersten von 3 Turniertagen schon auf der Habenseite. Ja.